dass man mit dem neuen Mono Combat 5 Spring Update Mono Combat 5 aufnehmen kann. So Leute, ich bin es der Markus vom Kanal GameCorp und heute ist dann wieder ein neues Modern Combat 5 Commentary. Und zwar geht es heute mal wieder um das kommende Spring Update. Erstmal wollte ich eine kleine Erklärung abgeben, warum schon wieder kein Modern Combat 5 Live Commentary kommt oder ein Waffenspiel oder sowas. Eigentlich wollte ich ein Modern Combat 5 Waffenspiel bringen und da die Informationen runterbringen, beziehungsweise einbringen, untermischen, was auch immer. Hat nicht so gut geklappt, ich habe eine Stunde lang versucht aufzunehmen, hat wie gesagt einfach gar nicht geklappt und ich hatte keine Lust mich jetzt kaputt zu spielen oder kaputt aufzunehmen, also psychisch zu zerstören. Das ist ja immer eine psychische Zerstörung, wenn man versucht Modern Combat 5 aufzunehmen und keine gescheite Lobby kommt, weil einfach zu viele Idioten sind, die mit Nades rumspammen. Und ja, gegen Idioten spiele ich nicht gern, deswegen habe ich das Ganze einfach gelassen. Blend euch hier ein butterweiches Gameplay ein. Keine Ahnung, was für ein sein wird. Natürlich mein eigenes Gameplay. Ich benutze nicht gern Gameplays von anderen, weil ich einfach gerne in meinen Videos zeigen möchte, was ich mache, was ich kann. Und eine Minute wieder Blödsinn gelabert. Auf jeden Fall habe ich eine neue Modern Combat 5 Spring Update Information zum kommenden Spring Update 2016, das eigentlich kurz vor der Tür steht und so langsam mal kommen sollte. Und zwar habe ich diese Informationen auf Facebook entdeckt. Dort hat jemand gefragt, ich blende es euch hier einfach mal ein. Modern Combat, will this update bring along recording gameplay option? How about any hints on lag fixes? Das mit den lag fixes, das lassen wir einfach mal weg, das soll kommen. Und ja, die Antwort von Modern Combat 5 bedeutet einfach, ja, dass man mit dem neuen Modern Combat 5 Spring Update Modern Combat 5 aufnehmen kann. Für mich jetzt nichts Spektakuläres, da ich mit der Elgato aufnehmen kann, aber für Leute, die auf iOS spielen und immer dachten, oh, wie kann ich denn Modern Combat 5 aufnehmen und die ein gutes iOS-Gerät haben mit mindestens einem A7-Chip, das bedeutet einem A7-Prozessor, mindestens einem A7-Prozessor, das heißt, wenn ihr wissen wollt, ob ihr mit dem kommenden Modern Combat 5 Spring Update aufnehmen könnt, dann gebt einfach in Google ein, ja, sagen wir, ihr habt einen iPhone 5S, gebt einen iPhone 5S Prozessor, dann seht ihr, was für ein Prozessor ihr habt. Wenn es jetzt ein A7 Prozessor oder höher ist, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr Modern Combat 5 aufnehmen könnt mit dem kommenden Spring Update. Der Kommentar allgemein von Modern Combat hier gefällt mir, weil auch FPS Improvements gemacht wurden. Das sind alles so Dinge, die mich am meisten an Spielen interessieren. Einfach die Leistung und ob man es aufnehmen kann. Also Leute, jetzt wisst ihr, dass ihr mit dem kommenden Modern Combat 5 Spring Update Modern Combat 5 auf iOS aufnehmen könnt. Die Android-Leute, ihr braucht doch jetzt nicht irgendwie betrübt oder sowas zu sein, weil ihr genug Möglichkeiten habt, um euer Android-Gerät aufzunehmen. Das ist einfach so und wird auch so bleiben, da der Play Store etwas lockerer ist und in den App Store nur kaum und wenn, dann auch nur für eine sehr kurze Zeit, ja, Screen Recorder kommen. Ja, das wäre es dazu, das ist das, was ich so reden wollte. 3 Minuten geht, denke ich mal. Es ist ein kleines Thema und das habe ich in 3 Minuten gefüllt. Beziehungsweise ich habe 3 Minuten mit dem kleinen Thema gefüllt, wobei es für mich auch ein sehr interessantes Thema ist. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich tue das Gameplay jetzt vielleicht noch ein bisschen laufen lassen, ein bisschen die Musik lauter drehen, damit ihr schön Spaß an dem Gameplay habt. Ich hoffe, es ist ein gutes und dann sehen wir uns im nächsten Video. Lasst eine Bewertung da, ein Abo wäre auch nice und ciao.